Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen HC Erlangen zur Halbzeit 14:8 und am Ende 24:21. Ich begrüße sehr herzlich Gästetrainer Adal Steyn, Eyjolfsson und Kevin Schmidt als sportlichen Leiter sowie Trainer Mike Machulla und Dirk Schmeschke für die SG. Wir wollen in die Analyse gehen. Adal Steyn, die erste Halbzeit war wohl etwas behäbig und in der zweiten Halbzeit nahm die Partie dann richtig Fahrt auf. War das Teil deiner Taktik? Ich würde ja gerne ja sagen, aber ich glaube, wir Hallo? Ja, Entschuldigung. Ich würde ja gerne ja sagen, dass das eine Taktik gewesen ist, aber leider Gottes kommen wir halt schwer in dieses Spiel rein. Flensburg macht nur das Leben in die Deckung, oder ihre Entdeckung macht nur das sehr schwer. Wir wollten halt viel mehr in die Tiefe kommen, viel mehr mit Isolationen arbeiten, aber wir gehen zu viel quer, zu wenig Tiefe, die Kreuzungen halt ohne Konsequenz am Anfang. Und die Würfe, die dann am Tor kamen, waren dann relativ einfach im Zusammenhang mit Block und Torhüter bei Flensburg. Das haben die uns sehr früh gestraft und auf die andere Seite gezeigt, wie das besser geht, haben uns gut isoliert, sind gut in die Bewegung gekommen, haben dann 2 Minuten halt rausgeholt und das sehr, sehr gut auch zu Ende gespielt. Ich glaube, die gewinnen 6-0, die 2-Minuten-Phasen, die wir hatten. Und damit sind wir zu Recht auch 6 Toren hinten in die ersten Halbzeit, haben vielleicht auch ein bisschen Glück, dass wir nicht höher in die Pause halt reingehen. Aber ich muss meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit dafür ein riesen Kompliment machen, wie die dann sich zurückfighten, wie die aus den Kabinen rauskommen und nützen halt vielleicht ein paar Konzentrationsfehler bei Flensburg mit Ballverlusten sofort mit teuer Tempo gegenstoßen. Das war für uns der Schlüssel, dass wir halt reinkommen und ein bisschen Druck auf Flensburg ausgeübt haben. Aber die haben das heute geschafft, trotzdem, dass wir auf 2 Tore kommen oder fast auf 1, irgendwie immer eine tolle Parade dann zu kriegen, wo wir noch mehr Druck aufüben könnten. Oder wir haben dann ein TF irgendwie provoziert, wo die dann sich wieder ein bisschen freischwimmen könnten. Das war, muss ich auch Kompliment machen an die Flensburger Fans heute. Beeindruckend war ein Tor vorne von Flensburg und die ganze Mannschaft steht auf oder die ganze Halle und pusht ihn nach vorne. Das erlebt man nicht oft in der Liga dafür. Das war beeindruckend. Da gibt es andere Hallen, die da anders reagieren. Aber insgesamt ein verdienter Sieg für Flensburg. Wir sind zufrieden mit der zweiten Halbzeit, natürlich nicht zufrieden mit der ersten und das war keine Taktik. Vielen Dank. Mike, dein Statement bitte. Wie hast du die Partie heute gesehen? Ja, schönen guten Abend. Ich kann es genau umgekehrt machen. Ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit, mit der Intensität in der Abwehr, mit der Bereitschaft, wirklich zu kämpfen und füreinander zu arbeiten. Auch mit dem Druck, den wir dann in der zweiten Welle machen und vorne lassen wir den Ball gut laufen, treffen gute Entscheidungen, haben eine gute Distanz zum Abwehrspieler, sodass wir immer die Möglichkeit haben, auch den Ball immer weiter zu spielen. Und gehen eigentlich in die Halbzeit mit dem Gefühl, dass es bei mir so ist tatsächlich, dass wir eigentlich ein bisschen mehr haben sollten als 6 Tore. Aber das war natürlich auch so, Erlangen stand sehr, sehr lange im Angriff, hat uns wirklich beschäftigt in der Abwehr, viel, viel passiv auch. Und von daher war das natürlich mehr als in Ordnung, mit 6 Toren in die Halbzeit zu gehen. Und zweite Halbzeit war unser Plan natürlich, von der Intensität her nicht nachzulassen, einfach weiter Druck zu machen, genau die Bereitschaft zu zeigen wie in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir natürlich innerhalb von 2 Minuten einen 3-0-Lauf für Erlangen und machen sozusagen die Tür wieder ein bisschen auf und bringen Erlangen zurück ins Spiel. Und das war sehr, sehr unnötig. Und das ärgert mich natürlich, dass wir 2 so unterschiedliche Halbzeiten gezeigt haben. Das müssen wir einfach besser machen, wenn wir einen Gegner so in der ersten Halbzeit kontrollieren und auch wirklich alles im Griff haben. Dann dürfen wir in der zweiten Halbzeit nicht anfangen, wirklich nochmal zu wackeln. Und das ist genau das, was Adli sagt. Vielen, vielen Dank an das Publikum. Die haben tatsächlich ein super Gespür gehabt, heute uns zu unterstützen und zu pushen. Das hat den Jungs geholfen. Und deswegen bin ich froh, dass wir diese Woche mit 3 Punkten abgeschlossen haben und mit dem Heimsieg jetzt. Und jetzt freue ich mich wirklich auf ein freies Wochenende. Und die Jungs haben sich das auch mehr als verdient. Dankeschön. Vielen Dank, Mike. Kevin, man hat gehört, dass die Erlanger höhere Ambitionen hegen als Klassenerhalt. Was sagt dir das hinsichtlich der heutigen Partie? Wie hast du es gesehen? Das ist richtig. Wir würden gerne nicht absteigen, das ist klar.
Nee, aber wir hatten jetzt drei Spiele, schauen jetzt zurück. Der erste Spieltag war für uns sehr, sehr wichtig gegen Stuttgart zu Hause. Da konnten wir gleich zwei Punkte einsammeln, dann zwei schwere Auswärtsspiele in Berlin und jetzt hier in Flensburg. Dass man da nicht hinfährt und erwartet, zwei Punkte mitzunehmen, ist klar. Ich denke, wir haben aber gezeigt, sowohl in Berlin als auch jetzt heute hier, dass wir zumindest über 30 Minuten auch Paroli bieten können solchen Mannschaften. Von daher versuchen wir jetzt in 10 Tagen zu Hause gegen Lemgo die nächsten zwei Punkte einzufahren. Ja, man hat es heute auch ganz klar gesehen, dass wir auch vom Spielplan natürlich im Vorteil waren. Das muss man einfach so sagen. Das ist, hat man heute gemerkt. Das wussten wir aber auch, als wir hergefahren sind, dass da die Flensburger gerade in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich Kräfte lassen. Das war einfach heute ein Nachteil. Den wollten wir ausnutzen. Das haben wir nicht ganz geschafft. Ja, von daher fahren wir mit der zweiten Halbzeit im Kopf nach Hause. Die erste sollten wir vergessen. Dankeschön. Vielen Dank. Gavin Dirk, wie hältst du es heute? 2 Punkte und Haken hinter und Blick auf die nächsten 2 Auswärtsspiele? Ja, das auf jeden Fall. Zum einen erstmal danke für die Glückwünsche und ich habe das vorhin ja auch schon gesagt an anderer Stelle. Erst die Trainer haben es richtig gesagt, erste Halbzeit war richtig gut, war auch nicht leicht gegen Erlangen. Erlangen hat das auch clever gemacht. Zweite Halbzeit wurde es dann schwierig. Ich bleibe aber dabei, Riesenkompliment an die Zuschauer, die haben das Gespür heute gehabt. Ich fand das richtig überragend, dass sie nicht die Mannschaft haben hängen lassen, weil sie braucht es. Und ich betone das hier nochmal, ohne dass das ein Jammern sein soll, weil das soll auch keine Entschuldigung sein, weil wir waren in der zweiten Halbzeit nicht auf dem Niveau und nicht so fokussiert, wie es sein muss. Diese 48-Stunden-Spiele, gerade wenn man aus Wetzlar wiederkommt, wir haben gerade mal 30 Stunden gehabt auf dieses Spiel, das ist schwierig und nicht leicht und wir werden es noch haben. Und genau da brauchen wir eben so ein Spiel wie heute, wo wir uns durchkämpfen. Wir haben gewonnen. Ich mache da keinen Haken hinter. Großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie es geschafft hat, weil Wetzlar zu verarbeiten war auch nicht einfach. Und von daher bin ich froh über die 2 Punkte. Und auch von mir Riesendank an die Zuschauer. Das war richtig gut. Vielen Dank, Dirk. Ein Blick in die Runde. Gibt es Fragen an die Herren? Du hast gerade gesagt, diese 40 Stunden, war das die Ursache, dass es in der zweiten Halbzeit ein bisschen runterging? Oder hat es in Wetzlar vielleicht auch so einen kleinen Angst gegeben und Schock, weil man jetzt da Punkte liegen lassen, das erste Mal seit Menschengedenken, wie ich das gesagt habe, weil eine Mannschaft nicht ganz zu den Vorteilen gehört? Dass es natürlich schwierig war für uns, die Rückreise mit diesem Punktverlust, war klar. Es hat uns mental auch hart getroffen und die Art und Weise, auch wie er zustande gekommen ist, ist natürlich auch sehr, sehr unglücklich. Unabhängig davon, wenn wir das Spiel jetzt noch mal kurz besprechen, sind wir auch selbst in der Lage, dieses Spiel auch selbst zu entscheiden. Und dann müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber dass natürlich am Ende so eingegriffen wird in das Spielgeschehen, ist nach wie vor für mich unverständlich und macht mich fassungslos. Aber das ist, wie es ist. So, und deswegen, dann sind wir nach Hause gefahren, aber wir liegen halt die ganze Nacht im Bus und steigen morgens um 5:30 aus Handewitt aus. Die Jungs haben natürlich wenig optimal geschlafen und dann haben wir auch nicht trainiert. Wir haben ein paar Sachen besprochen, wie wir es heute angehen wollen. Aber wir kennen das aus der Champions League. Das ist unser Rhythmus und wir müssen da durch. Und das macht gar keinen Sinn, das irgendwie jetzt zu bewerten. Es ist nicht optimal und deswegen muss man sich in so ein Spiel dann wie heute auch einkämpfen. Und deswegen haben wir dann auch versucht, heute die Belastung ein bisschen zu verteilen. Bei Magnus Röth ist es sehr, sehr schwierig, weil da haben wir nicht so viele auf der Position und er hat natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität mittlerweile. Ja, und ja, ich mache meinen Jungs natürlich überhaupt keinen Vorwurf. Ich bin stolz auf die, wie die das in der zweiten Halbzeit auch kämpferisch gemacht haben. Sie haben dagegen gehalten, aber wir sind halt wirklich nochmal in eine Situation gekommen, in die dürfen wir nicht kommen. Und da müssen wir einfach besser sein und klarer die Situation spielen und dann fangen wir an, ein bisschen unkonzentriert zu werden. Und dann ist Erlangen eine Mannschaft, die viel, viel Qualität hat. Es ist ja nicht so, dass wir hier erwarten, zu Hause jedes Spiel immer so deutlich zu gewinnen. Also wir müssen auch für unsere Punkte hart kämpfen und das haben wir heute in der zweiten Halbzeit gemacht. Und deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt auf unserer Seite haben. Holger ist noch nicht so weit. Mal warm machen. Ja, Holger macht Fortschritte, das sieht auch gut aus. Ich gehe davon aus, dass er jetzt die nächsten Wochen auch intensiver ins Training einsteigt, hat noch nicht ein Mannschaftstraining mitgemacht, so. Wir haben eine lange Saison, wir wollen sehr weit kommen in allen Bereichen, so deswegen brauchen wir ihn auch hundertprozentig fit und deswegen geben wir ihm lieber 1-2 Wochen mehr, als dass wir ihn jetzt verheizen und dann wieder Röth die ganze Verantwortung hat. Aber ihr könnt mir glauben, Röth freut sich auch, wenn er zurückkommt. Eine Woche mehr, Folge? Oder
Dann noch nicht. Ja, wir gucken. Also wir trainieren morgen mit Heuber. Wir gucken, wir werden ihn mehr und mehr ranbringen an die Jungs. Aber er muss halt wirklich ein Gefühl haben, dass die Schulter funktioniert. Er muss im Zweikampf bereit sein. Er muss wirklich gegenhalten. Und erst wenn ich grünes Licht habe von der medizinischen Abteilung, dass wir ihn wirklich 100% reinbringen können, dann werden wir ihn auch ins Spiel integrieren. Vorher gehe ich da gar kein Risiko ein. Gibt es irgendwie ein Problem bei Hamburgs Mami? Weil man sah Jöndal so aus, als wenn er auch bitte. Ja, Jöndal hatte ein bisschen, man könnte jetzt sagen, den habe ich schön hängen lassen. Hätte man sicherlich wechseln können, aber Hamburgs hat seit 2 Wochen nicht einmal mit uns trainiert. Er hat Probleme an der Achillessehne und hat Schmerzen beim Springen. Und von daher muss Jöndal jetzt momentan durch. Aber man muss auch sagen, er ist ein Spieler auf sehr, sehr hohem Niveau und der eine sehr hohe Konstanz hat, auch bei den Norwegern wirklich ein Mr. Zuverlässig ist. So ein Spiel wie heute habe ich von ihm auch noch tatsächlich noch nie gesehen und das ist ihm natürlich auch mal erlaubt. Aber das kann man natürlich auch einfach sagen, wenn man das Spiel dann am Ende trotzdem gewinnt. Ja. Dass er es besser kann, wissen wir alle. Ja, bitteschön. Sie haben natürlich von dieser enormen Belastung gesprochen, innerhalb von 24 Stunden schon zweimal ran zu müssen. Inwieweit spielt aber generell vielleicht auch die mentale Schiene eine Rolle? Zweimal Meister in Folge und dann der Saisonauftakt mit Kiel, Belsum und Rhein-Neckar-Löwen, alle drei geschlagen und Rhein-Neckar-Löwen auch in einem guten Spiel geschlagen. Ich meine, vielleicht jetzt bei den Spielern auch so, im Unterbewusstsein drin, reichen vielleicht auch mal 80% oder 90% gegen einen Gegner, der eben eventuell nicht über die individuelle Klasse verfügt. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr bewusst sind, dass wir noch mehr in dieser Saison investieren müssen in unsere Erfolge, wenn wir Spiele gewinnen wollen, weil wir halt noch mehr gejagt sind, weil alle natürlich die hohe Motivation haben, uns zu schlagen. Die Spieler machen das fantastisch in jedem Training, haben sehr, sehr hohe Ziele, eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation, aber auch große Ziele mit der Mannschaft. Ich bin auch jemand, der immer wieder versucht, dagegen zu steuern, aber vielleicht ist es natürlich so im Unterbewusstsein, dass man möchte, aber es trotzdem dann nicht richtig auf die Platte bringt. Nicht, weil man den Gegnern ein Stück weit unterschätzt, sondern weil man einfach diesen Rhythmus hat von vielen, vielen Spielen, dass man einfach sich dann auch im Unterbewusstsein mal vielleicht eine kleine Pause gönnt und dann nicht diese Bereitschaft hat, immer dagegen zu halten. Das ist ein Stück weit menschlich, aber das ist natürlich auch meine Aufgabe und die Aufgabe von jedem einzelnen Spieler, wirklich dagegen zu steuern und zu gucken, wenn wir jemanden haben, der einen Abfall hat in Mentalität, dann sind wir gefordert, dagegen zu halten. Aber diese Angst habe ich wenig. Also die Jungs sind so gut drauf und machen so viel Spaß und wollen gerne Erfolg haben. Und wenn man so lange erfolgreich ist, dann weiß man, wie schön das ist. Und deswegen möchte man einfach weiter Gas geben. Ja. Bitte schön. Noch eine Erklärung, Mike. Linksaußen hast du schon erklärt. Er hat durchgespielt, wir haben rechtsaußen hat er auch durchgespielt, Steinhauer. Gibt es da eine Erklärung für? Im Gegensatz zu sonst. Genau, das ist ja der Plan, den ich diese Saison hatte. Letztes Jahr habe ich das noch nicht so gemacht, da habe ich viel auf Linksaußen rotiert. Aber wir müssen natürlich auch Lasseswaan schützen, weil wir haben letztes Jahr gemerkt, dass er im März, April dann wirklich auch müde war, weil er sehr, sehr viel gespielt hat. Und da möchte ich dieses Jahr einfach gegensteuern, dass wir nicht in diese Situation kommen. Und deswegen war es von Anfang an der Plan, dass Marius heute spielt. Und bei allem Respekt vor Lasse, aber er ist auch 36 und so ein 48-Stunden-Spiel mit einer Nacht im Bus, dann ist Marius sicherlich der das dann schneller wegsteckt. Ja, mit einem Blick in die Runde, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht... Ja? Nein. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch ein Ergebnis vom heutigen Spieltag. Die Eulen schlagen Leipzig mit 34-27. Wir sehen uns hier wieder am 18. September zum nächsten Heimspiel. 19 Uhr Champions League gegen Elverum. Und euch vielen Dank für die Geduld und eine gute Rückreise ins Frankenland.